So, da war der erste Barsch hinterher. Barsche. So, ich wechsle jetzt nochmal die Farbe, weil ich bei jedem Wurf Nachläufer habe, aber die packen einfach nicht zu. Ich versuch's mal mit dem OSP Powerdunk. Der geht auch super tief. Und versch... Jawohl. So, Powerdunk. Erster Wurf. Und direkt klappt's. Ist halt etwas natürlicher von der Optik. Das ist der erste schöne Barsch. Der hat das Ding auch voll weggeschlürft. Das hat mir eben den Erfolg gebracht mit dem ersten Wurf. Der OSP Powerdunk. Geht locker auch über 3 Meter tief und ja, wurde halt voll genommen. Kommt dem Beutefisch, den kleinen Uckels, die hier massenhaft vorkommen, ein Stück näher und ja, das hat den Barsch auf jeden Fall überzeugt. Vielleicht ja auch noch einen zweiten, dritten oder vierten. Und Fisch. Jawohl, der nächste. Der ist besser. Der ist viel besser. Da steigt mir gleich ein wesentlich größerer Barsch ein. Schöner Fisch. 35er. Schöner Fisch. Super massiv. Genial. Top. Und Fisch. Direkt draußen genommen. Und wieder ein guter Barsch. Super. Auch wieder voll weggenascht. Hey Leute, wie ihr gesehen habt, ich habe schon angefangen und das erfolgreich. Die ersten Barsche sind gelandet nach wenigen Minuten. Da ist die Motivation natürlich oben und der Tag kann eigentlich schon gar nicht mehr schief gehen. Wir wollen weiter daran anknüpfen und noch den ein oder anderen Stachelritter verhaften. Ihr seid dabei. Machen wir weiter. Und Fisch. Ach, verdammt ausgestiegen. Ach, sehr ärgerlich.
Ja, der hat den Minnow nur so angetippt. Aber Fisch ist da. Wieder mit am Start, mein Duesbarkan. Bin ja letztes Mal schon auf die Vorteile eingegangen. Ich kann zum Beispiel eine Route hier an der Seite noch abstellen. Maßband und Zange finden Platz. Ja, und natürlich wasserdicht alles. Und ich kann natürlich viel zu viel Zeug mitnehmen. So auch heute. Hier zum Beispiel das Flu, was ich jetzt hier aktuell auf meiner Steed CT bespult habe. Das Flu Hard R18 von Siga. Erst ein paar Würfe mitgemacht, aber bis jetzt macht das einen tollen ersten Eindruck. Super direkter Kontakt. Ja, diverse Hardbaits und so weiter und so fort. Ich werde das auch gleich mal nutzen, die Möglichkeit. Und nochmal wechseln. Ich habe jetzt hier gerade mit dem Powerdunk von OSP gefangen. Und grundsätzlich bin ich auch zufrieden mit dem Köder. Auch eine meiner Lieblingsfarben, die P23 Tasty Shad. Aber natürlich habe ich auch noch mehrere Farben und andere Köder mit bei. Muss ja alles mal ein bisschen ausprobiert werden. Ach ja, kennen wir alle. Wenn die Haken sich da aneinander kleben. Ja, auch da gibt es Abhilfe, aber dann passt auch nicht so viel in die Box rein. Wie dem auch sei, ich bleib dem Powerdunk treu. Allerdings sieht der noch ein bisschen mehr Uckel-like aus. Vielleicht überredet er ja noch den einen oder anderen Barsch. Zack. Dran. Ja, auch hier benutze ich wieder ein Titanvorfach, eine Titanspitze. Stört die Barsche nicht wirklich. Und schützen tue ich den Knoten wieder mit einem kleinen Schrumpfschlauch. Wichtig, wenn ihr einen Schrumpfschlauch benutzt zum Schützen vom Knoten, nehmt eine gedeckte Farbe. In dem Falle jetzt hier braun, grün oder schwarz. Nichts Helles nehmen. Also vielleicht ist das eine subjektive Empfindung, aber wir haben festgestellt, wenn man helle Schrumpfschläuche nimmt, dann kriegt man wesentlich weniger Bisse. Ja, wie gesagt, Tipp von mir. Und natürlich habe ich das Flu und das Titan in dem Falle jetzt hier wieder mit einem Allbright-Knoten verbunden. Für mich die beste Verbindung. Vor allen Dingen, es beeinträchtigt den Lauf des Hardbaits nicht. Und ihr habt wirklich nur eine Verbindung. Und die ist wirklich viel, viel besser, als wenn ihr da irgendwelche Quetschhülsen nehmt und so weiter. Und Fisch. Da ist noch ein zweiter hinterher. Na, sitzt da. Und zack. Der sich den Powerdunk reingezogen hat. Schön. Na, der Köderwechsel hat sich gelohnt. Der Powerdunk von OSP hat ganze Arbeit geleistet, hat die Barsche überzeugt. Hier im Übrigen in meiner Lieblingsfarbe Tasty Shad, Farbcode P23. Was gibt es sonst noch technisch zu dem kleinen Hardbait zu sagen? Länge 57 mm, also sprich der Buddy ohne Tauchschaufel 5,7 cm lang. Gesamtgewicht 7,9 Gramm. Damit lässt er sich auch mit einer M-Kombo ganz hervorragend werfen. Weitwurf fördernd wirkt sich dabei die einzelne große Tungstenkugel im Inneren aus, die beim Wurf eine Schwerpunktverlagerung bildet und dementsprechend die Wurfweite fördert. Außerdem sorgt sie für einen tiefen Ton. Dieser tiefe Ton ist gepaart mit einem hellen Ton, ebenfalls erzeugt durch eine Tungstenkugel hier in der Mitte am Mitteldrilling. Ja, dieser akustische Mix scheint den Barschen auf jeden Fall sehr gut zu gefallen.
Ihr seht schon, der hat eine ganz schön lange Tauchschaufel. Die sorgt dafür, dass er je nach verwendeter Hauptschnur ihn auf bis zu 4 Meter Wassertiefe hinuntergedrückt bekommt. Umso dicker die Schnur, umso weniger wird's. Ich sag mal, ich habe gestern den auch so auf etwa 3,5 Metern mit der 10 Lips Schnur bekommen. Es gibt ihn in zwei Varianten. Zum einen in der Suspending-Variante, wie ich ihn jetzt hier in der Hand halte, als auch in der Floating-Variante. Im Winter setze ich auf die Suspending-Variante, um eben die langen Standphasen auszunutzen. Ja, das dazu. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir noch ein paar Barsche. Ach, verdammt, ey. Das war der Biss. Schön reingescheppert. Eieiei. Einmal Unaufmerksamkeit walten lassen. Und Fisch. Ach, verdammt. Jetzt aber. Zack. Tja, die Entdeckung der Langsamkeit, würde ich mal behaupten. So langsamer ich den führe, so besser funktioniert er. Oh ja, das ist wieder ein guter Barsch. Ich würde sagen, sogar der größte für heute. Na, den wollen wir jetzt aber auch haben. Oh, der hat sich den gut geschnappt. Oh ja, schön. Das ist ein guter Fisch. Toll. Klasse. Ach, herrlich. Man kann es nicht anders sagen. Es läuft. Jetzt ist mir auf den Powerdunk der größte für heute eingestiegen. 40 wird er vielleicht nicht haben, aber das wird das Messen gleich ergeben. Der Farbwechsel hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Tipptopp. Guckt euch die Wampe an. Toll, toller Fisch. Weit entfernt von der 40, aber über 37 und das ist ja auch nicht zu verachten. Genial, ich freue mich. Ja, ich habe eben den Fehler bei manch einem Wurf gemacht, zu schnell zu führen. Man muss sich dann so ein bisschen bremsen, wenn man die ersten Schläge gemacht hat, um den Köder auf Tiefe zu kriegen, da muss man echt Gas rausnehmen. Ich meine, wir haben Temperaturen knapp über Null. Da sind die Fische lethargisch. Die zweite Farbvariante vom Powerdunk bin ich euch ja noch schuldig geblieben. Hier nochmal das Dekor. Farbcode RP87. Ein Wagasaki-Ton, der meiner Meinung nach perfekt die Optik von einem kleinen Rotauge, von einem Ukel, von einer Laube trifft. Die Barsche fahren auf jeden Fall voll drauf ab und auch in meiner Box ist er jetzt Stammspieler.
das funktioniert. Da ist der erste auf Jigger Rig. Klasse, funktioniert also auch. Erster Wurf mit Gummi, nachdem Hardbait jetzt nicht mehr gebracht hat. Toll. Ich musste gerade einen Abriss hinnehmen und das nutze ich mal, um die Komponenten vorzustellen, mit der ich meinen Jigger Rig herstelle. Zum einen der Haken, in dem Falle jetzt hier Größe 2 von Decoy, der Worm 17. Dann das Blei. Und in dem Falle jetzt hier der vorhin schon angesprochene Swivel Open in der Größe S. Gehe ich gleich noch näher drauf ein. Ein hechtsicheres Vorfach, in dem Falle jetzt hier das Stroft Niti Monowire in der Stärke 0,14 bzw. 1,6 Kilogramm Tragkraft, also wirklich nur ein Hauch von Titan. Feuerzeug brauche ich, um nachher den Zwirbel zu sichern, bzw. den Knoten zu sichern, ja, vom Titan mit dem Schrumpfschlauch. Fangen wir mal mit dem Zwirbel an. Das ist im Grunde genommen nichts weiter als ein Wirbel mit einem offenen Öhr. In dieses offene Öhr hängen wir als erstes das Blei ein, beziehungsweise das Tungstengewicht, und als nächstes den Haken. Zack, Eingang. Und jetzt quetschen wir mit der Zange das offene Öhr einfach zu. Fertig. Man kann die ganze Sache, das ist auch beschrieben hinten auf der Verpackung, noch mit Loctite, also mit Sekundenkleber sichern. Aber meine Erfahrung ist, also da rutscht nichts durch, sieht man ja hier. Da kann also nichts verloren gehen. Und das hält auch so. Zum Titan. Jetzt hier in dem Falle, wie gesagt, das Niti Monowire von Stroft. Da nehmen wir uns ein Stück, so um die so 35-40 cm Länge. Vielleicht seht ihr das gar nicht richtig bei der Aufnahme, weil es ist wirklich extrem dünn. Als nächstes machen wir den Knoten. Dazu einfach einen ganz normalen Clinch-Knoten mit 3 bis 4 Windungen. Und den, da kommt es besonders drauf an, das habe ich ja letztes Mal schon gezeigt, dass wir den besonders gleichmäßig zuziehen. Also mit der Zange greifen und dann wirklich gleichmäßig festziehen. Nicht zu fest, gerade dieses super dünne Material, das könnt ihr quasi mit der Hand zerreißen, wenn ihr richtig Druck ausübt. Ja. Und dann ist das so fertig. Das überstehende Ende schneiden wir mit einer Schere ab. Und jetzt
könnten wir das theoretisch schon so fischen. Aber ich sichere das in der Regel gerade beim Titan. Beim Stahl müsst ihr das nicht machen, aber beim Titan mittels Schrumpfschlauch. Stahl ist da doch etwas flexibler und neigt nicht dazu, sich so schnell zu lösen. Und da ist es nicht notwendig, aber beim Titan auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Muss, das nochmal mit einem Schrumpfschlauch zu sichern. Schrumpfschlauch in passender Länge zugeschnitten, ein Zwirbel rüber, am besten noch über das Tönnchen vom Zwirbel, dann hält er noch zusätzlich. Und dann ganz kurz mit der Flamme, wirklich nur sehr, sehr kurz, verschmelzen. Nicht zu lange. Das Problem ist, wenn ihr den Knoten zu sehr erhitzt mit dem Feuerzeug, dann glüht euch die Titanspitze hier an der Stelle aus und ja, die hält nicht mehr so gut. Und deswegen immer schön sachte rangehen, sodass wirklich im besten Falle nur der Schrumpfschlauch an sich angewärmt wird und sich zusammenzieht. So, ganz saubere Verbindung. Der Knoten kann jetzt auch nicht mehr weg und kann sich dementsprechend nicht locker rütteln. Fast schon der letzte Schritt. Wir verbinden das Ganze dann im Anschluss mit einem Allbite-Knoten. Ganz fein, ganz dünn. Passend halt zur Finesse-Technik. Ja, und jetzt nur noch den Köder wiggen, je nachdem, für was ihr euch da entscheidet. Und fertig ist das hechtsichere Jigger-Wig. Ich habe mich wieder für einen Smokin' Dead in 2,5 Inch entschieden. Der hat in letzter Zeit einfach mit am besten funktioniert. Und ja, warum sollte ich den ändern? Der Worm 17 in der Größe 2, der ist absolut perfekt für den Smoking Dead geeignet. Der Smoking Dead hat hier vorne so ein Kreuz auf beiden Seiten, oben als auch unten. Und ja, wenn ihr ganz kurz vor dieses Kreuz den Haken einstecht, dann passt das ziemlich ideal. Und ihr habt den immer perfekt auf dem Haken montiert. Nochmal ein kurzer Zwischenstopp aus gegebenem Anlass. Ich habe ja auch in diesem Video wieder zum Gummiangeln meine Gilumis NRX Plus 852C benutzt. Viele warten und schreiben mich ständig an, wann ich denn mal ein Review oder ein Vergleich mit dieser Route zur Black Raven mache. Und ja, es ist auf jeden Fall geplant. Ich nehme es mir schon länger vor, aber sowas braucht halt auch immer Zeit. Und auch ich gehe ganz normal arbeiten bzw. Dienst machen und da muss ich mir dann irgendwann mal die Zeit dafür nehmen. Weiter halte ich nichts davon, irgendwelche überstürzten Reviews oder Vorstellungen zu machen, weil ja, hätte ich die Route vor ein paar Monaten vorgestellt, wäre ich zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen als jetzt. Also, man gibt mir noch ein bisschen Zeit, man braucht diese Zeit, um dann eben auch was ordentlich zu machen. Geplant ist es auf jeden Fall, aber ich bitte noch um etwas Geduld. Und Fisch. Sehr schön. Wieder auf den Powerdunk. Kleiner Kerl. Klein in Anführungsstrichen. Ja, sitzt gut. Okay, doch nicht so klein. Schön.
Fisch eingestiegen. Und das sieht auch wieder nach einem richtig tollen Barsch aus. Oh ja. Zack. Klasse. Power sei Dank. Ja, der Power Dank hat wirklich wieder ganz Arbeit geleistet. Der Barsch hat sich den wirklich in einer ruhigen Sekunde reingezogen. Ja, und besser kann er auch gar nicht sitzen. Ach, verdammt. Und Fisch. Und was für ein Fisch. Und deswegen nutzen wir eine Titanspitze. Tja. Denn auch Meister Esox findet so eine kleinen Minnows durchaus schmackhaft. Und der hat den jetzt hier mal voll weggeatmet. Tack. Ja, schön, schön. Schaut euch an, wie der sich den Minnow weggeknallt hat. Ah, Zange ist ja schnell griffbereit. Zack. So, Freund, wärt gerne einen Meter, habe ich nichts dagegen, aber jetzt erstmal weg mit dir. Vorfahrt schnell kontrollieren. Nicht, dass es einen Knick bekommen hat, aber nee, alles gut. Im Köder geht's auch gut. Weiter geht's. Eine der häufigsten Fragen, die mich erreicht, ist: Olli, wie verbindest du deine Titan- oder Stahlspitze mit dem Fluocarbon? Das Ganze mache ich per Allbright-Knoten. Ich habe das auch in diversen Videos schon vorgestellt. Aber ich wiederhole es gerne nochmal unter vermeintlich perfekten Bedingungen von zu Hause. Dazu forme ich als erstes mit der Titanspitze eine Schlaufe. Danach führe ich das Fluocarbon von unten durch diese Schlaufe durch, halte es straff und fixiere beides mit Daumen und Zeigefinger. Dann nehme ich das lose Ende und wickel es parallel um die Titanschlaufe. Parallel heißt also nebeneinander, nicht übereinander. Das ist ganz wichtig. Das Ganze 5 bis 7 Mal. Dann führe ich das Fluocarbon wieder durch die Schlaufe durch. Dabei ist es wichtig, dass Anfang und Ende auf einer Seite rauskommen. Also auf einer Seite müssen die aus dieser Schlaufe rauskommen. Dann ziehe ich die ganze Sache gleichmäßig fest. Wichtig ist gleichmäßig, dass der Knoten sich nicht aufreibt oder das Fluocarbon beschädigt wird. Dann zieht sich die ganze Sache zu und
Die Verbindung ist fertig. Letzter Schritt. Wir bringen die ganze Sache in Form. Sprich, das Titan knapp abschneiden. Flugcarbon knapp abschneiden. Und fertig ist die einfachste und haltbarste Verbindung, die man haben kann. Kurzer Sprung zum Auto. Nochmal vom Brötchen abgebissen, was getrunken und das Tackle deutlich ausgedünnt. Ich habe alles Notwendige jetzt in eine kleine Tasche reingepackt. Eine Box und ich ziehe jetzt die Hardbait-Sache voll durch. Das klappt heute, das läuft heute. Ich hatte zwar auch einen Barsch auf dem Softbait. Vielleicht wäre auch der ein oder andere mehr bei rausgesprungen, hätte ich das intensiver gefischt, aber Hardbaits funktionieren und jetzt probieren wir noch eine dicke Kirsche rauszupflücken. So, da hängt der nächste. Der Biss, der kam wie ein Hänger. Deswegen war ich mir auch gar nicht so sicher, ob ich da einen Fisch dran habe. Aber es ist ein Barsch und es ist auch wieder ein richtig guter. Da kommt er. Oh ja, der sitzt knapp. Dann nehmen wir lieber einen Kescher. Oh ja, sehr gut. Jo. Herrlich. Ein richtiger Goldi. So, wir haben wieder einen Fisch dran. Und nach der Rutenkrümmung zu urteilen, ach, scheiße, ausgestiegen. Also, wenn das ein Barsch war, dann war es ein richtiger. Oh, das ist ärgerlich. Puh. Ah, ich glaube, das war ein richtig großer Barsch gewesen. Puh. Eigentlich gibt es ja gar keinen Grund, sich zu ärgern, aber das hat sich auf jeden Fall nach dem Tagesgrößten angefühlt. Ja, weitermachen. Kann man ja nicht zurückholen. Vielleicht war es ja auch wieder ein kleiner Hecht. Und Fisch. Guter Fisch. Mega guter Fisch. Aber wenn das ein Barsch ist, dann ist es ein Riesenbarsch. Na, habe ich mir doch fast gedacht. Alte Schnappi. Ah, hat sich das Titan heute schon doppelt bewährt. Obwohl auch der wahrscheinlich die Schnur nicht gekappt hätte. Aber egal. Sicher ist sicher. Und tschüss. Auch wenn ihr mein verwendetes Tackle wie immer in der Videobeschreibung nachlesen könnt, sprich Rute, Rolle und Schnur, möchte ich hier nochmal speziell auf meine verwendete Hardbait-Kombo eingehen. In dem Fall hier die Evergreen Cobra RS Limited gepaart mit einer Steed CT 700 HL. Die Cobra, typische M-Rating-Rute, Wurfgewicht bis 3/4 Unzen, also sprich 21 Gramm. Mit der typischen Aktion einer Hardbait-Route ein Regular Taper mit einer moderaten Aktion, also sprich einer parabolischen Aktion. Weniger sollte es auch nicht sein. Warum?
Die Deep Diving Minnows haben eine große Tauchschaufel, üben dementsprechend viel Druck aus und auch wenn sie vom Gewicht her noch in das Wurfgewichtscluster einer ML-Route passen würden, ihr könnt mit der ML-Route nicht genügend Druck entgegenwirken, um den Köder noch ordentlich zu animieren. Deswegen, eine M-Route ist bei den Ködern mindestens Pflicht. Weiter, ich werde ganz oft gefragt, welche Rolle, welche Übersetzung. Ich nutze beim Hardbait-Fischen am liebsten niedrig übersetzte Rollen. Warum? Gerade jetzt im Winter, um die Plätze ordentlich auszufischen, kommt mir die niedrige Übersetzung entgegen. Mir persönlich fällt es auch viel einfacher, bewusst schneller als bewusst langsamer zu kurbeln. Und um die Plätze ordentlich auszufischen, komme ich nicht in Gelegenheit oder in Verlegenheit, vielleicht doch mal den ein oder anderen Schlag, ja, die ein oder andere Kurbelumdrehung mehr zu machen oder zu viel zu machen und dann den Platz zu schnell abzufischen. Weiter, Schnur. Ich nutze als Hauptschnur unheimlich gerne Flucarbon. Die Vorteile, da bin ich schon oft drauf eingegangen, ja, Restdehnung, ja, natürlichere Bewegungen des Köders und ja, weniger Aussteiger am Drill, gerade beim Barschangeln. Ich habe hier in dem Falle, die Seeger R18 Bass, das hart benutzt. Also es ist noch etwas früh, um ein Urteil sich zu erlauben, aber derzeitig ist meine Begeisterung wirklich so. Hat den ganzen Angeltag über keine Probleme gemacht, hat mega viel Spaß gemacht und der Kontakt war dementsprechend direkt mit der eben angesprochenen Restdehnung und den all dazugehörenden Vorteilen. Ja, wollte ich nur mal kurz loswerden und weiter. Jetzt habe ich gerade einen Barschnachläufer gehabt. Ja, dann habe ich dann den Uckel quer gehakt. Ja. Und ich glaube, das ist sogar der gleiche Barsch, der mir eben schon raufgegangen ist. Geiler Biss. Und drinne. Wieder ein Topfisch. Mega gut. Ich habe noch mal die Farbe gewechselt. Und diesmal auf Tasty Shad wieder. Ja. Genial. Der Barsch eben, der kam auch direkt hier unter dem Muckelschwarm. In der Standphase, ich konnte genau sehen, wie der sich den Jerk weggeatmet hat. Ach, genial, ein toller Biss. Ach, da war der nächste. Also man erkennt schon einen Schnurschwimmer und einen Fisch und da ist der Fisch. Und das ist ein richtig großer Fisch.
Na, Hecht. Ah, das geht ja flott. Den können wir direkt wieder so entlassen, wie er ist. Er ist schon ab. Machen wir gar kein Gewese drum. Ja, schön. Typisch Hecht. Hat er natürlich ein ordentliches Knäuel hier mehr verpasst. Da bin ich jetzt erstmal am Fummeln. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein, als ich mit dem Angeln aufgehört habe. Da war die Dämmerung schon fortgeschritten. Deswegen bietet sich die Abmoderation auch von zu Hause an. Es war in jedem Falle ein ganz toller Angeltag. Mehrere Barsche, tolle Durchschnittsgröße, 3 Hechte als Beifang. Herz, was willst du mehr? Ob das Video gut war oder nicht, das entscheidet ihr. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, ein Abo dalasst, einen Kommentar schreibt. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Und wie immer gilt, habt ihr Fragen, schreibt mich an bei Instagram unter OlliLikesPike. Ich stehe euch da gerne mit Rat und Tat zur Seite. Und ansonsten sage ich nur, bis zum nächsten Mal und wie immer, Petri Heil.